Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei Xtrain24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ja, bei Zubehör sind wir wieder ganz richtig heute, denn heute möchte ich Ihnen wieder was aus unserem Zubehörprogramm vorstellen, und zwar von der Firma Busch, einen verfallenen Güterschuppen. Wie im richtigen Leben, die Güterschuppen verfallen alle. Eigentlich sehr schade, aber für die Modellbahn sicherlich auch ein gutes Objekt, einen kleinen Hingucker zu bauen und zu basteln. Das ist ein Laser-Cut-Modell, ist eine Neuheit von diesem Jahr. Wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet, liebe Zuschauer. Das heißt, wir haben eine Verpackung hier. So kriegen Sie es sozusagen aus der Verpackung. Fein ordentlich sortiert mit einer ordentlichen Bauanleitung. Und da kann es eigentlich schon losgehen. So, wir bauen aber jetzt nicht, denn das hat mein Freund Reinhard neben mir schon getan heute. Er war schon so fleißig und hat diesen Bausatz zusammengesetzt, der verfallene Güterschuppen. Was hältst du von der Idee, Reinhard? Also die Grundidee ist doch wunderbar, dass man mal ein Haus im verfallenen Zustand bekommt, ne? Dass man das nicht alles selber machen muss. Ja. Die Form ist sehr gut getroffen, wenn man sich das anschaut, die Details, das ist sehr schön gemacht. Ja? Also sehr glaubhaft, so könnte es sein. Nur einzelne. Jetzt kommt das Aber. Das Aber, das nicht nur bei diesem Bausatz kommt, sondern bei sämtlichen anderen, die ich kenne auch. Es sieht ja viel zu neu aus. Das kann ja nicht sein. Wenn das Gebäude ja 100 Jahre alt ist und seit 30 Jahren verfallen, können ja nicht die Dachziegel aussehen, als wären sie gerade eben frisch angebracht worden. Wir können es ja noch mal kurz ein bisschen in die Kamera noch ein bisschen halten erstmal. Ja. Sie sehen das also auch hier sehr deutlich, liebe Zuschauer. Da sind die Dachspanten kaputt, da ist ein durchgebrochener Boden. Da sieht man hier so eine runterringende Tür. Diese Schiebetüren sind kaputt, die Dachrinnen hängen runter. Also wirklich wie im richtigen Leben. Also ich finde, das sieht schon mal ganz ordentlich getroffen aus. Form wunderbar. Aber die Farbe ist natürlich viel zu modern und zu neu, das kann ja nicht so sein. Das kann nicht sein, dass also so ein altes, verfallenes Gebäude so neue Dachziegel hat, wollte ich damit sagen. Also selbst wenn ich Bausätze habe von Gebäuden, die relativ modern sind, werde ich die altern, damit sie etwas echter aussieht. Ja. Ja. Hier habe ich natürlich wesentlich stärker gealtert, ne, weil das Gebäude auch viel älter sein soll und eben auch noch verfallen und benutzt. Also ich kann das ja mal umdrehen, dann sieht man mal, also ich habe eine Stelle mal ein bisschen gemacht. Ja, das lassen wir jetzt erst einmal wirken, weil wir müssen natürlich zu dem Altern erstmal noch was anderes dazu sagen. Das sollte man natürlich machen im nicht zusammengebauten Zustand. Man sollte die Teile also einzeln vorher schon sich so zurecht mimen. Kann man machen, muss nicht unbedingt sein. Aber auf jeden Fall würde ich das machen, solange das außerhalb der Anlage ist. Ne? Und dass ich mich noch frei bewegen kann und das von allen Seiten richtig anschauen kann. Also ich glaube, wir müssen das, entschuldige Rainer, aber ich muss das Ding nochmal umdrehen. Ja, ja. Gucken Sie sich das mal an. Ja, wir machen jetzt mal die, wir machen jetzt mal die Seite, so ist es im zusammengebauten Zustand. Lassen Sie es bitte auf sich wirken, liebe Zuschauer. Und Rainer setzt sich mit Pinsel und Farbe hin, erzählt mir auch, er wird auch uns gleich erzählen, wie er da vorgegangen ist. Und jetzt dreht, ich muss das umdrehen, Rainer, das ist unglaublich. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Ein kleiner Unterschied, ne? Ja. Es hat ja gar nicht so lange gedauert und kostet auch kaum Geld. Wie immer, wenn man etwas anpinseln möchte, steht man vor der Wahl, welche Art von Farbe nimmt man nun. Mhm. Nimmt man ja ganz normalen Tuschkasten oder irgendwelche wasserunlöslichen Farben. Es gibt ja so viele verschiedene Sorten, Fabrikate, Preislagen und sonst was. Wir haben ja auch, bekannte Farben dabei, die können wir euch zeigen, die sind auch bei uns zu haben, also Rebellfarben. Man kann aber auch einen einfachen Tuschkasten nehmen. Ja, also ich zeige es nochmal und der Reinhard wird uns gleich erklären, mit was er hier gearbeitet hat. Also ich nehme auch bei vielen anderen Bausätzen sehr häufig diese normalen Tuschkastenfarben. Die sind ja preiswert, man kann sie mit Wasser wieder entfernen, wenn irgendwas einem nicht gefällt, einmal feucht drüber wischen und wieder weg. Ne? Das geht ja mit anderen Farben nicht ganz so locker. Wenn man wie hier jetzt hier oben ein Kunststoffmaterial hat, ist nicht ganz klar, also ob eine normale Tuschfarbe hier auch richtig hält und richtig deckt. Sollte man mal einen kleinen Test machen. Ja, also hier war es zum Beispiel so, dass das nicht besonders gut hält. Ich habe diese Grundfarben, also mit solchen Farben hier gemacht. Also mit Revell-Farben. Also hier Revell oder ähnlichen Fabrikaten, also die wasserunlöslich sind. Ja. Ich habe die einzelnen Dachziegel mit verschiedenen Farben angepinselt, damit das nicht so langweilig und gleichmäßig aussieht. Dann habe ich gewartet, bis das getrocknet ist. Das sind natürlich matte Farben, ist klar. Ich habe gewartet, bis das getrocknet ist. Und dann fehlt ja noch
die Farbe, die hier so in die Ritze reinlaufen soll, hier, die so ein bisschen Moos oder so etwas darstellen könnte. Mhm. Dafür habe ich normale Tuschfarben genommen. Weil die kann man schön mit Wasser verdünnen und schön reinlaufen lassen. Ne? Man hält das dann so ein bisschen so ungefähr, ne? Macht das hier einfach ganz wild rüber, ne? Und dann so ein bisschen hin und her, mal gucken, dann läuft das so in die Ritzen rein. Und hier ist jetzt der Vorteil, wenn einem hier irgendwas nicht richtig gefällt, kann man das einfach mit einem feuchten Stück Klopapier einfach abwischen, genau. Ja. Und wenn man jetzt hier oben wiederum solche Farben genommen hätte, die wasserunlöslich sind, dann hätte ich ja Verdünnung oder irgendwas nehmen müssen. Und dann hätte das die Grundfarbe wieder angegriffen. Das wäre natürlich völlig unsinnig. Also es rät sich, also es ist immer ratsam, vielleicht auf der Rückseite von diesem Dach erstmal zu probieren, was hält, was geht, was kann man machen. Und dann geht es scharf dran. Ja. Also das war hier in dem Fall ganz wichtig, also wasserunlösliche Farben hier als Grundfarben, warten bis das trocknet, dann einfach verdünnte Tuschfarben hier ein bisschen reinlaufen lassen in die Ritzen. Dann, wenn aber irgendwas nicht gefällt, kann man es einfach wieder abwischen, ohne dass die Grundfarben beschädigt werden. Das habe ich also hier überall gemacht. Ne? Ja, du hast ja nicht nur das Dach gemacht, du hast ja auch die Wände hier ein bisschen gestaltet. Drück mal ein bisschen runter, weil die Kamera sieht es nicht richtig. Ich halte es mal fest, du kannst es ruhig zeigen. Genau, also auch hier mal so Rostfarben, wo hier Scharniere sind und so etwas. Ne? Ja. Und natürlich eben auch ein bisschen Bewuchs. Ne? Also das Bienen, ne? Wenn das hier 20 Jahre oder so nicht benutzt wurde, ist das eben irgendwo zugewachsen. Auch hier selbst hier oben im Dach, wo es schön reinregnet. Ne? Wo es reinregnet. Ein bisschen nass, also ich bin jetzt mal ganz böse, man könnte natürlich auch kleine Bäumchen rauswachsen lassen, was man ja im Normalen eigentlich so sieht. Ja, hier könnten sich auch Vögel eingenistet haben und sonst was. Das ist alles denkbar. Genau. Also liebe Zuschauer, ich muss wirklich sagen, ich bin absolut begeistert, was Reinhard hier wieder zurechtgezaubert hat. Und man sieht es ja auch an den Türen. Du hast ja auch in Türen schon ein bisschen Moosbewuchs dran gemacht. Auch ein bisschen Rost. Rost. Und ich zeige es wirklich gerne. Das, was Busch hier gebaut hat, muss ich wirklich sagen, ist ein hervorragendes Modell. Ja. Aber mehr kann ein Busch an der Stelle für Sie nicht tun. Denn das ist jetzt Aufgabe des Modellbahners, so nah wie möglich an der Natur oder an der Gegebenheit das Werk zu vollenden. Es sieht wesentlich echter aus, ne, wenn das gealtert ist. Das ist ja schließlich ein gealtertes Haus. Und man hat auch das Gefühl, dass man irgendwie was Eigenes geschaffen hat. Dass man nicht nur irgendwas aus der Schachtel genommen hat und hingestellt, sondern ein Teil ist meine Arbeit, meine Idee, meine Fantasie. Ja. Ne? So wie ich das gerne hätte. Ne? Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass das schon mit Gebüsch zugewuchert ist. Was kann man also alles machen? Vielleicht noch ein Autowrack. Ein Autowrack. Zum Beispiel. Ne? Du hast ja Ideen. Ja, sicher. Ja, also irgendwas, was also noch zu diesem verfallenen Zustand steht. Es ist schade, dass Güterschuppen verfallen, muss ich wirklich sagen. Verkehrswende sieht eigentlich ein bisschen anders aus, da waren die Güterschuppen eigentlich wieder gebraucht. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, wir finden das ein hervorragendes Grundmodell von Busch. Ich zeige es Ihnen gerne also nochmal rein. Das ist die Verpackung mit der Artikelnummer 1664 bei uns bestellbar. Und wie immer gilt, wir würden uns auch mal über Fotos freuen, über Ihre Einsendung, liebe Zuschauer, wenn Sie dieses Gebäude erworben haben, was Sie draus gemacht haben. Wir würden es dann gerne auch mal bei Gelegenheit zeigen. Ja, das war es eigentlich vom Prinzip her. Es animiert ja geradezu. Es animiert geradezu. Daneben, ne? Das Aufbauen war sicherlich nicht schlimm. Wie lange hast du rumgedoktert? 2 Stunden vielleicht, so ungefähr. Aber das Malen und das Altern, da braucht man natürlich ein Auge dafür. Ja. Aber das muss sein. In diesem Fall muss es nun wirklich sein. Ne? Und Sie sehen es ja auch selber gerade immer noch im Bild. Man kann sich wirklich nicht satt sehen. Das ist der absolute Hammer, was man noch draus machen kann. Tja, das war es in aller Kürze, liebe Zuschauer. Unsere Vorstellung des Busch-Produktes verfallener Güterschuppen mit der Artikelnummer 1664 bei uns zu erreichen und zu kaufen. Und natürlich auch ein ganz toller Hingucker für Ihre Anlage. Vielleicht finden Sie irgendwo eine Ecke, wo Sie sagen, da könnte man es drapieren und hinplatzieren. Wie gesagt, über Bilder würden wir uns freuen. In dem Sinne, liebe Zuschauer, freue ich mich aufs nächste Mal mit Ihnen, Ihr Frank Buttig und Reinhard Gonn.